Torgal, was ist? Bestimmt nichts Gutes. Komm. Was geht hier vor? Kaiserliche, das werdet ihr bereuen. Ihr kennt die Befehle, keine Überlebenden. Wer würde so etwas befehlen? Du könntest uns entkommen, was, Träger? Du bist als Sklave geboren und so stirbst du auch. Tötet alle herzoglichen Hunde! Hunde? Das waren unschuldige Menschen! Sie sollen brennen! Die Träger und alle, die sie verstecken! Auf Befehl der Kaiserin!
Verzeiht mir, Lady Hannah. Das habt ihr nicht verdient. Keiner dieser Menschen hier. Was hast du getan, Mutter? Wir sind zu spät! Gav! Clive! Also hat das die Herzogin verbrochen, ja? Hier in Eastpool wurden Träger versteckt. Wir dachten, sie wären sicher, aber man muss sie verraten haben. Wenn wir sie früher zu uns geholt hätten, wäre das alles nicht passiert. Verdammt! Mutter hat Träger schon immer verabscheut. Weil Vater sie aufnahm, obwohl sie anderswo Sklaven waren. Weil eine Laune des Schicksals ihnen ihre Kräfte gab. Und deshalb dieses Blutbad? Sie wollten nur frei sein. Ein Wunsch, den diese Welt mit dem Tod bestraft. Doch wir werden das ändern. Gav, wir wollen helfen. Dachte, ihr hättet noch was anderes zu tun. Ja, aber das kann warten. Wenn das so ist, sagt ihr beide Sid das am besten persönlich. Er würde sich sicher freuen. In Ordnung. Und zwar schnell. Ich habe gehört, er plant schon wieder einen Ausflug. Was ist mit den Toten? Hey! Kann ich euch die Dorfbewohner anvertrauen? Natürlich. Wir werden sie beisetzen. Danke. Euch allen. Dann gehen wir. Ist euer Nest. Lord Kupka hat eine wichtige Nachricht und ich will sicher gehen, dass sie euch erreicht. Also dann zu Sid. Wir haben viel zu besprechen. Und was willst du? Zu viel Gil in der Tasche? Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Kurze Verschnaufpause muss auch mal sein. Hier wird es aber auch jeden Tag voller. Ich sag mir, der Trubel ist gut so. Wenn ich tot bin, werde ich so viel Ruhe haben, wie ich will. Und? Gefunden, wonach du gesucht hast? Ich weiß noch immer nicht, ob es ein Segen, Fluch oder vielleicht auch etwas ganz anderes ist. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. Ich bin ein Dominus, Ifrit. Und daran kann ich nichts ändern. Diese Bürde werde ich bis an mein Ende tragen.
Wahre Worte. Vergebung und auch Erlösung beginnen bei uns selbst. Da müssen wir alle durch, ungeachtet unserer Vergangenheit. Sid, du hast einmal von der Wahl gesprochen, so zu sterben, wie wir es möchten. Richtig. Ich habe nachgedacht und warum sollte nicht auch das Leben zur Wahl stehen dürfen? 13 Jahre wollte ich nur Rache üben. Ich war so besessen davon, dass ich das Leben um mich herum gar nicht gesehen habe. Vielleicht, weil es so selten lebenswert ist. Seien es Träger oder Bettler, sie verbringen ihr gesamtes Dasein, ohne zu wissen, dass auch sie eine Wahl verdienen. Ich darf nicht länger die Augen vor ihrem Leid verschließen. Ist das deine Buße? Es ist unsere Antwort. Unsere Entscheidung. Ich werde euch beiden einiges abverlangen. Das wissen wir. Sehr gut. Mit einer kleinen Prise Feuer und Eis könnte mein Plan funktionieren. Was hast du denn bitte jetzt schon wieder ausgeheckt? Ein Geniestreich. Wir schleichen uns in die kaiserliche Hauptstadt. Ein kleiner Besuch bei Mutter. Nun hat die Fäule auch die letzten unserer Höfe in den Ostprovinzen verschluckt. Vor dem Winter werden wir die Kornspeicher der Hauptstadt nicht mehr füllen können. Wenn es sie dann überhaupt noch gibt, die Plage ist bereits in greifbarer Nähe. Und ihr verliert euch in Jammer und Zank. Heiligkeit? Benötigt das Kaiserreich fruchtbares Land? Sehet doch nach Süden. Ihr meint die Besitztümer des Kristalldominiums? Das Abkommen bindet unsere Hände. Wir haben geschworen, die Grenzen ihres Staates zu respektieren. Kardinal, schworen wir auch tatenlos zu hungern? Was ich damit sagen wollte, das ist aber also die Situation. Die Tore von Oriflam ächzen ob der Flut derer, die vor der Fäule fliehen. Ohne genug Brot für die Mäuler innerhalb der Stadt, was bleibt da für jene außerhalb? Doch anstatt, dass ihr euch Fragen wie diesen stellt, kreuzt ihr lieber die Schwerter mit den Valutern und schickt unsere Soldaten zu Tausenden in den Tod. Unser Reich blutet, während hier bei einem müßigen Teekränzchen geschwätzt wird. Und ihr schimpft euch die fünf Weisen. Sanbrek ist nichts ohne seine Bürger. Wir haben ihnen zu dienen. Wenn ihr Land zugrunde gerichtet wird, ist es unsere Pflicht, Neues zu erschließen. Eure Heiligkeit, meint ihr einen Eroberungsfeldzug? Genau das ist meine Absicht. Es ist Zeit zu expandieren, nicht zu plaudern. Dies ist der Wille Quigos. Man wird sich empören.
Wir müssen einen Weg finden, das Volk zu beschwichtigen. Woher nehmen wir das Geld? Allein die Armee, wer bezahlt das alles? Jemand wird die Dalmeker in Schach halten müssen. Ich halte euch nicht auf. Wir haben alle viel zu tun. Wo ist mein Sohn? Prinz Dion ist an der Straße von Ota stationiert. Wenn ihr wünscht, kann ich seine unverzügliche Rückkehr in die Hauptstadt veranlassen. Das wird nicht nötig sein, doch weist ihn an, sich vorerst zu schonen. Bahamuts Kräfte werden bald wieder gebraucht. Wie ihr befehlt. Doch nicht sein. Du willst uns sagen, dass die Mutterkristalle der Grund für die Fäule sind? Bist du verrückt? Du bist nicht der Erste, der fragt, aber nein, bin ich nicht. Wir haben es alle selbst gesehen. Einöden, wo einst grüne Wiesen waren. Land so tot ohne Äther, dass nicht mal die Ratten geblieben sind. Aber wo ist all der Äther? Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Antwort direkt vor mir stand. Dort, in denselben Kristallen, deren scheinbaren Segen wir so schätzen. Na gut, hör zu. Dieser Kristall. Wie wirken wir damit überhaupt Magie? Antwort: indem wir der Luft Äther entziehen. Und wo kommt dieser Kristall her? Ist doch klar. Der kommt von einem Mutterkristall. Ganz genau, Gav. Nur passt dieser Kleine hier eben besser in die Tasche. Aber die Mutterkristalle sind gewaltig. Einige so groß wie Berge. Darin liegt das Problem. Überleg doch nur, wie viel Äther etwas von der Größe sammeln kann. Wo der dann aber hinfließt? Tja... Ich kann nicht alles wissen, oder? Man sagt, die Mutterkristalle seien heilig. Ihr Äther ein Geschenk des Himmels. Jahrhunderte haben sich die Länder im Kampf darum gegenseitig zerfleischt. Kann es wirklich sein, dass das niemand erkannt hat? Naja, wer weiß. Vielleicht wurde es vertuscht. Vertuscht von wem, denkst du? Obrigkeit, den Göttern selbst. Du willst jetzt also etwas dagegen tun. Das heißt, wir helfen Trägern und Domini nicht mehr? So meine ich das nicht. Meine Versprechen halte ich immer. Aber wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist das Schicksal dieser Welt besiegelt. Und wir können ja schlecht unsere Leute befreien, wenn sie alle tot im schwarzen Dreck liegen. Das wäre wohl auch keine Welt, in der wir selbstbestimmt leben, oder? Dann wäre alles umsonst gewesen. Tja, sieht aus, als müsste die alte Ordnung erst unters Messer, um eine neue aufzubauen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Wir sollten dir wohl langsam auch etwas Vertrauen schenken. Ein Jahr hätte es auch getan. Aber trotzdem schön, euch dabei zu haben. Dafür brauche ich wohl etwas mehr als ein paar Tränke.
Eine kurze Verschnaufpause muss auch mal sein. Das sollte wohl eine Art Botschaft sein. Aber musste sie dafür so weit gehen? Alles weg! Du hast deinen Brief verloren? Ich hoffe, er war nicht wichtig. Nicht nur einen Brief, sondern alles! Meine Tasche hat ein riesiges Loch und ich, Trottel, habe es nicht bemerkt. Fehler können jedem mal passieren. Das ist mehr als nur ein Fehler. Ich bin ein Kurier. Wenn ich es nicht schaffe, Sachen von A nach B zu bringen, zu was bin ich dann gut? Zu gar nichts bin ich gut. Ich hab's verbockt. Wegen mir gibt's keine Kräuter für die Krankenstube, kein Fleisch für die Küche, keinen Nachschub für niemanden. Aber das Schlimmste an der Sache ist der Brief. Der war nämlich für Sid bestimmt. Er wartet schon tagelang darauf. Hast du schon den Weg abgesucht? Wenn ich könnte, würde ich ganz Stürme auf den Kopf stellen. Aber die Fluchbrecher da draußen warten alle schon dringend auf meine nächste Lieferung. Nein, nein. Ich werde Otto und Sid die Sache beichten müssen. Die ziehen mir das Fell über die Ohren. Na schön. Ich gehe die Sachen für dich suchen. Meinst du das ernst? Oh, vielen Dank. Die Vorräte waren schließlich fürs Versteck. Sag schon, wo soll ich suchen? Vielleicht bei Gultans Hof. Ich hatte es eilig und bin dort durch die Rebstöcke gestolpert. Kann gut sein, dass ich mir meine Tasche dabei aufgerissen habe. Wenn du die Sachen findest, tust du den Menschen hier einen großen Gefallen. Und wenn du Sids Brief findest, rettest du mir den Hals. Ich werde ihn schon finden. Ach, das wäre großartig. Jetzt muss ich aber schnell los. Die Fluchbrecher zählen auf mich. Zu Gultans Hof findest du sicher alleine, oder? Und bitte, beeil dich. Sid ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Nein, ganz sicher nicht. Da draußen wird der Brief nicht unbeschadet bleiben. Ich sollte so bald wie möglich nach Sandberg. Irgendwo hier könnte der Kurier seine Lieferung verloren haben. Ich halte besser die Augen offen. Gut, hier bin ich wohl richtig. Noch mehr von den Sachen. Viel mehr wird er nicht dabei gehabt haben. Aber keine Spur vom Brief. Ich könnte rumfragen. Vielleicht wurde er gefunden. So wie du angezogen bist, wirst du wohl nicht bei der Weinlese helfen. Bist du auf dem Weg zu Quinten? Ich suche nach einem verlorenen Brief. Hast du hier zufällig einen gefunden? Nein, tut mir leid. Falls du ihn doch noch entdeckst. Moment, vorhin habe ich einen Hund gesehen, der irgendetwas im Maul hatte. Das könnte ein Stück Papier gewesen sein. Wer weiß, vielleicht war das ja dein Brief. Wo ist der Hund jetzt? Er ist Richtung Kielbrück gerannt. Sah mir nicht nach einem Streuner aus. Bestimmt wird er dort von jemandem versorgt. Nach Kielbrück also. Danke.
bist zurück? Hat Quinten dich gerufen? Der Fisch ist gesalzen und geräuchert. Och, den ganzen Tag auf der Leine und immer noch nicht trocken. Da haben wir den Übeltäter. Tut mir leid, Kleiner. Auf den wartet jemand. Und zwar schon viel zu lange. Hoffentlich erspart das dem Kurier die Standpauke. Bist du ja. Ich bin gerade erst zurückgekommen. Zum Glück bin ich Otto noch nicht begegnet. Hast du vielleicht, deine Lieferung gefunden? Das habe ich. Ich dachte, die Sachen sehen wir nie wieder. Und der Brief? Nur ein bisschen Sabba dran. Dann muss ich mich endlich nicht mehr vor Otto und Sid verstecken. Dank deiner Hilfe. Die Vorräte waren ja schon wichtig, aber wenn Sid von dem Brief erfahren hätte... Ein Bericht von den Fluchbrechern? Wenn's nur das wäre. Er ist von seiner Tochter. Sie ist in Canva zum Studieren. Wenn er zu lange nichts von ihr hört, dreht Sid vor Sorge immer fast durch. Eine Tochter hat er nie erwähnt. Er ist eben sehr beschäftigt. Und dank dir muss er keine Zeit damit verschwenden, sein Donnerwetter auf nutzlose Kuriere loszulassen. So, und damit du auch was von der Sache hast, hier, eine kleine Entschädigung. Wenn du irgendwas von Sid brauchst, frag ihn am besten heute. Wenn er Briefe von seiner Tochter bekommt, ist er immer in bester Laune. Ich muss ihn finden, bevor die Kaiserlichen. Keine Zeit, ich... Oh, du bist Clive, nicht wahr? Martha hat mir viel von dir erzählt. Das heißt, du seist geschickt mit der Klinge. Du scheinst es eilig zu haben. Wohin des Wegs? Hoffentlich nicht weit. Aber jeder Moment, den ich hier vertrödle, könnte jemanden das Leben kosten. Klingt ernst. Was ist los? Es geht darum, was passieren könnte. Sie haben gemerkt, dass er ein Träger ist. Und nun will einer seiner früheren Freunde und Nachbarn ihn in Ketten legen lassen. Wo ist dieser Träger? Er war nicht so dumm, auf die Kaiserlichen zu warten. Der arme Kerl ist abgehauen und hat sein ganzes Leben hier aufgegeben. Aber sie werden ihn bald verfolgen. Ich muss ihn finden und ihn verstecken, und zwar schnell. Clive... Wenn du die Zeit erübrigen kannst, wäre mir deine Hilfe willkommen. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Natürlich. Wir Träger dürfen einander nicht im Stich lassen. Danke, Clive. Mit deiner Hilfe finden wir ihn bestimmt. Er heißt Norris. Wir müssen ihn finden und zu Martha bringen, bevor die Kaiserlichen ihn kriegen. Hast du ihn schon? Du wirst den Bastard nicht erwischen, wenn du hier rumstehst und quatschst. Diese elende Schlange hat mich getäuscht, hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei gehört er zu denen. Wir müssen ihn fangen und den Kaiserlichen ausliefern. Der Strick ist zu gut für ihn. Nun wird's bald. Wenn er entkommt, landet dein Kopf in der Schlinge. In Ordnung, Ronald. Wir wollten grad los. Sieh doch, ich habe einen Helfer. Ich habe ihm alles erklärt.
Du willst Träger mit Trägern fangen, oder was? Das glaubst du doch selbst nicht. Mir reicht's. Ich finde den Kerl alleine. Warte doch, Ron. Da draußen ist es gefährlich. Wir wollen nicht, dass dir etwas zustößt. Aber du kannst doch deshalb keinen Träger schicken. Clive, das kann hier noch dauern. Geh du schon auf die Jagd. Ich komme, sobald ich Ronald beruhigt habe. Jemand will Norris am gefallenen Tor gesehen haben. Hör dich am besten dort um, ob jemand etwas weiß. Wir müssen ihn finden. Er darf uns nicht durch die Lappen gehen. Ich finde diesen Norris besser, bevor Ronald es selbst in die Hand nimmt. Träger sind ziemlich einfach zu erkennen. Was hat er wohl damit gemeint, dass er getäuscht wurde?